Ronny Grabuszewski spielte einst in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf und in der dritten Liga bei Chemnitz, Rostock, Cottbus und zuletzt beim FSV Zwickau. Wie kam es eigentlich zum Wechsel zum BFC Dynamo? Ich kenne ja den Trainer René Riedlewitz aus meiner gemeinsamen Zeit, wo ich in Cottbus war. Da war er Co-Trainer und ja, da hatten wir schon einen relativ guten fußballerischen Draht. Und als er mich gefragt hatte, brauchte ich gar nicht lange zu überlegen, weil ich weiß ja, was er fußballerisch einfach für Qualitäten und für Wissen hat. Und klar habe ich aufgrund der Verletzung auch hier beim BFC gesagt, dass ich gerne helfe. Und deswegen kam das relativ schnell dann zustande. Gab es trotzdem noch andere Angebote, wo man eventuell abwägen musste? Ja, ein, zwei Sachen, aber es ist für mich jetzt auch in dem Alter, in dem ich bin und mit Familie wichtig, irgendwas zu haben, was in der Nähe von Leipzig ist. Und sag mal, Berlin ist jetzt schon so das Maximale der Gefühle gewesen, was man dann halt mehrere Male pro Woche bestreiten kann, damit man halt regelmäßig auch zu Hause ist und Zeit mit der Tochter, mit der Familie verbringen kann. Das ist schon sehr wichtig und deswegen hat das hier ganz gut gepasst. Heißt, sportlich wäre es also durchaus noch höher möglich gewesen? Ja, das spielt jetzt keine Rolle. Ich bin hier, ich freue mich, dass ich hier bin und ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg und hoffe, dass wir jetzt einfach mal den positiven Trend vom letzten Wochenende mitnehmen können. Sie sind 32 Jahre jung, haben höherklassig gespielt. Als Sie hierher gewechselt sind, war der BFC im Tabellenkeller. Welche Ambitionen verfolgen Sie noch? Ja, dieses Jahr muss man ehrlich sagen, dass Chemnitz halt schon das Maß der Dinge ist. Mit 13 Siegen aus 13 Spielen ist halt schon beeindruckend, muss man ehrlich sagen. Die Qualität ist halt da und sie setzen es auch Woche für Woche gut auf den Platz um. Aber für uns muss schon, sagen wir mal, jeder hier hat schon das persönliche Ziel und auch, denke ich, vereinsintern, dass wir irgendwo unter den ersten 5 Plätzen am Ende landen wollen. Und ich denke mal, also ich habe auf jeden Fall das Ziel und ich will auch bis zum Winter kein Spiel mehr verlieren. Und ich denke, da sind wir uns alle hier auch einig. Sie haben ja eine Chemnitzer Vergangenheit, wenn Sie das sehen, wie die dort oben so souverän kreisen. Wie gern werden Sie denn dorthin auch gewechselt? Ach, eigentlich ist es traurig, dass sie überhaupt abgestiegen sind. Also ich kenne ja noch die Zeit von damals, wo wir aufgestiegen sind, 2011, 2012 und dann im Jahr dritte Liga dort gespielt haben. Und dann waren ja eher die Ambitionen, in den nächsten Jahren mit dem Stadion in die zweite Liga aufzusteigen. Und jetzt innerhalb von dann 4, 5 Jahren ist es halt eher der komplett andere Weg gewesen, den sie da bestritten haben. Hat seine Gründe. Sie sind ja auch nicht zu Unrecht irgendwie abgestiegen letztes Jahr. Da hat es halt einfach nicht gereicht, sowohl sportlich als auch auf der Führungsebene. Und deswegen sehe ich das eher mit einem weinenden Auge, dass sie jetzt wieder den Weg, sagen wir mal, über die Regionalliga in die dritte Liga mit der Insolvenz gehen müssen. Weil ich habe immer sehr gerne gespielt dort und habe viele Freunde und mir hat es halt wirklich, hatte eine super Zeit dort. Sie sind über den Chemnitzer FC zu Fortuna Düsseldorf gekommen. Der Aufstieg in die Bundesliga war damals sehr rasant. Ein Jahr später ging es allerdings wieder zurück nach Chemnitz. Warum? Ja, also ich habe dort relativ zeitig unterschrieben gehabt. Da war jetzt nicht klar, ob Düsseldorf in der ersten oder zweiten Liga spielt. Dann haben sie durch die Relegation gegen Hertha noch die Bundesliga-Qualifikation geschafft, was für mich natürlich super war. Aber es war halt trotzdem eine schwierige Zeit. Ich hatte ein, zwei Verletzungen, war länger verletzt und man ist halt in einer neuen Stadt und man ist jetzt nicht so... Es hat einfach nicht so gepasst, wie man das aus den letzten Jahren kannte. Das war halt ein neues, daran musste ich mich auch erst gewöhnen und war vielleicht noch ein, zwei Jahre gar nicht so weit, dass ich damit mich auseinandersetzen konnte. Die letzten Jahre davor hat man jedes Spiel gespielt, war wichtig für die Mannschaft und dort in Düsseldorf war man dann halt in der ersten Bundesliga einer von vielen. Und ich hatte halt ein paar Probleme überhaupt mit dieser Situation erstmal umzugehen. Und da habe ich dann mit meiner Familie abgewogen, was das Beste wäre. Und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, zurückzugehen. Und dann denkt man natürlich an die vergangene Zeit, die man dort hatte, die halt super lief in den 3, 4 Jahren, wo ich in Chemnitz war. Und deswegen habe ich mich dann auch für den Schritt wieder entschieden. Ich stelle mir vor, wenn man dann aber sozusagen in der Bundesliga angekommen ist, ist es dann wirklich so einfach zu sagen, okay, das andere Umfeld hat mir einfach besser gepasst, ich will dorthin wieder zurück oder
warum ging es dann nicht, sag ich mal, erstmal vielleicht in die zweite Liga oder? Ja, im Nachhinein wäre es sicherlich der bessere Schritt gewesen, klar, weil wenn man einmal oben ist, wenn es irgendwo nicht läuft, zurückgehen kann man oder in die Liga tiefer gehen kann man immer, auch ein, zwei Jahre später, aber ja, für mich war es einfach so eine Entscheidung, die ich halt mit meinem Umfeld, mit meiner Familie getroffen hatte. Klar, im Nachhinein dann irgendwie zu sagen, man hätte noch vielleicht erst mal zwei, drei Jahre bei einem Zweitligisten probieren können oder selbst in Düsseldorf in der zweiten Liga bleiben können. Aber wenn man sich halt nicht wohlfühlt und so ein paar kleine Querelen dazukommen, dann wägt man das in dem Moment nicht ab. Und in der damaligen Situation war das für mich einfach die beste Entscheidung, die ich jetzt auch nicht bereue, aber es ist jetzt halt einfach so, wie es ist und ich freue mich jetzt hier zu sein und zu spielen und das, was damals war, okay, das ist halt Vergangenheit. In dieser Saison, besser gesagt nach der Saison letztes Jahr mit Cottbus, haben sich ja viele Vereine durchaus Hoffnungen gemacht, dort oben mitzuspielen. Jetzt ist die Situation mit Chemnitz so, wie groß ist denn für einen Fußballer denn so noch der Ansporn, wenn man merkt, nach oben hin geht eigentlich nicht mehr viel, ich werde wahrscheinlich irgendwie um die goldene Ananas, übertrieben gesagt, spielen. Ja, aber ich glaube, es geht ja darum, wir können uns jede Woche, haben wir ein Spiel, um uns zu messen, um zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und es geht ja eher darum, sagen wir mal, für die Zukunft einfach wirklich zu planen, was man für eine Mannschaft auf die Beine stellt, um vielleicht dann in den nächsten ein, zwei Jahren einfach so konkurrenzfähig zu sein, um zu sagen, man spielt um Platz 1, 2, beziehungsweise hier geht es ja nur um den ersten Platz mit und ich denke, das ist ja halt das Ziel und ich glaube mal, jeder Fußballer, der hier spielt, hat glaube ich ja, einfach die Anforderung oder auch die Leidenschaft, einfach jedes Spiel gewinnen zu wollen. Also ich glaube, da geht keiner ins Spiel und sagt, hier geht es um nichts und egal wie das Spiel ausgeht, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben hier auch keinen, der irgendwas hier nur noch runterspielt, sondern wir wollen halt schon so viele Punkte wie möglich holen und halt im besten Fall im Winter ja, irgendwo unter den ersten fünf sein und da müssen wir, glaube ich, aktuell noch 5 Punkte aufholen. Also das ist halt unser Ziel jetzt, dass wir nicht mehr Erster werden, das ist, glaube ich, klar, aber ja, wir wollen halt das Maximale für uns noch anstreben. Vielen Dank fürs Interview, viel Erfolg weiterhin hier. Danke. In Berlin, alles Gute. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.